Das Leben und das tragische Ende von Chuck Norris. Norris wurde am 10. März 1940 in Ryan, Oklahoma, als Sohn von Wilma und Ray D. Norris, einem Soldaten, Mechaniker, Busfahrer und Lastwagenfahrer des Zweiten Weltkriegs, geboren. Norris hat erklärt, dass er irische und Cherokee-Wurzeln hat. Norris wurde nach Carlos Barry, dem Minister seines Vaters, benannt. Er war der älteste von drei Brüdern, die jüngeren zwei waren Wieland und Aaron. Als Norris 16 war, ließen sich seine Eltern scheiden, und er zog später mit seiner Mutter und seinen Brüdern nach Prairie Village, Kansas und dann nach Torrance, Kalifornien. Norris hat seine Kindheit als Downbeat beschrieben. Er war nicht sportlich, schüchtern und schulisch mittelmäßig. Sein Vater Ray arbeitete zeitweise als Automechaniker und trank monatelang Alkohol. Verlegen über das Verhalten seines Vaters und die finanzielle Notlage der Familie entwickelte Norris eine schwächende Introvertiertheit, die seine gesamte Kindheit anhielt. 1958 begann er seine Karriere bei der United States Air Force als Luftpolizist. Er wurde auf die Osan Air Base in Südkorea geschickt, wo er sich für Kampfkünste interessierte. Er begann mit dem Training in Tangsudo und erwarb den schwarzen Gürtel. Nach seiner Rückkehr in die USA arbeitete er weiterhin als Luftpolizist auf der March Air Force Base in Kalifornien. Nach seiner Entlassung im Jahr 1962 begann er für die Northrop Corporation zu arbeiten. In den 1960er Jahren eröffnete er eine Kette von Karateschulen, die über verschiedene Städte verteilt waren. Er war als Ausbilder sehr beliebt und hatte mehrere prominente Schüler, darunter Steve McQueen, Bob Barker und Priscilla Presley. Er nahm auch an verschiedenen Kampfsportturnieren teil. Er verlor seine ersten beiden Turniere jeweils gegen Joe Louis und Allen Steen. Außerdem verlor er drei seiner Matches bei den International Karate Championships gegen Tony Tolenas. Er weigerte sich jedoch, aufzugeben. In den späten 1960er Jahren arbeitete er an seiner Technik und gewann am 24. November 1968 den Titel professioneller Karate-Champion im Mittelgewicht. Er würde diesen Titel bis 1974 noch fünfmal verteidigen. Er gewann Karats Triple Crown, nachdem er im Jahr 1969 die meisten Turniere gewonnen hatte. Er beschloss, sich als Schauspieler zu versuchen, nachdem er von seinem prominenten Schüler Steve McQueen ermutigt worden war. Sein Schauspieldebüt gab er 1969 in dem Film The Wrecking Crew. Seine Rolle wurde jedoch nicht im Abspann genannt. Er lernte den beliebten Kampfsportler Bruce Lee während einer Kampfkunstdemonstration in Long Beach kennen. Er trat 1972 als Colt in Bruce Lees Regiedebüt Way of the Dragon auf. Der Film war ein Superhit. Auf Geheiß von McQueen begann er, Schauspielunterricht bei MGM zu besuchen. Seine erste Hauptrolle hatte er 1977 in dem Actionfilm Breaker, in dem er einen Trucker spielte, dessen Freund von einem Polizisten getötet wird. Er erwies sich in den 1980er Jahren als bankfähiger Schauspieler. Er trat in einer Reihe von Actionfilmen auf, darunter The Octagon 1980, Lone Wolf McQuaid 1983, Code of Silence 1985 und Heroine the Terror 1988. 1990 schuf er den Kampfkunststil Chun Kuk Do, der auf der Kunstform Tang So Do basiert. Der koreanische Begriff Chun Kuk Do wird frei mit The Universal Way übersetzt. Die United Fighting Arts Federation, UFAF, veranstaltet das Chun Kuk Do Weltmeisterschaftsturnier in Nevada. Im Jahr 1990 wurde ihm als erster Westler in der Geschichte des Taekwondo der Rang eines 8. Grades Black Belt Grandmaster verliehen. Er spielte in der beliebten Action-Krimiserie Walker, Texas Ranger, die von 1993 bis 2001 8 Staffeln lang lief. Die Serie wurde in über 100 Ländern ausgestrahlt und war berühmt für ihre moralischen Werte. Ein Fernsehfilm mit dem Titel Walker, Texas Ranger: Trial by Fire wurde 2005 gedreht.
Der Film basierte auf einer beliebten gleichnamigen Fernsehserie. Norris wiederholte seine Rolle als Cordell Walker im Film. Anfang 2005 wurde der Kampfkünstler berühmt, als der amerikanische Humorist Ian Spector die Chuck Norris Facts schuf, eine Sammlung absurder, hyperbolischer und fiktiver Behauptungen. Chuck unternahm eine gleichnamige Tour und besuchte die Truppen im Irak, um die Moral der Truppen zu stärken. 2006 veröffentlichte er sein erstes Buch The Justice Riders. Im folgenden Jahr veröffentlichte er seine Fortsetzung A Threat to Justice. 2008 veröffentlichte er sein politisches Sachbuch Black Belt Patriotism, How to Reawaken America, das auf Platz 14 der New Yorker Bestsellerliste gipfelte. Von 2010 bis 2012 war er in mehreren Werbespots für T-World, World of Warcraft und BZWBK Bank zu sehen. 2012 war er als Booker im Actionfilm Expendables 2 zu sehen. Neben einer Ensemblebesetzung, darunter Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger und Jason Statham. Er wurde auch das Gesicht des Videospiels Chuck Norris, Bring on the Pain. Er produzierte Nonstop Chuck Norris, ein isometrisches Action-RPG-Spiel für Handys. Seit 2015 ist Chuck in einer Reihe von Werbespots für Marken wie Höegarden Bier, United Healthcare, Hesburger, Cerveza Poker und Toyota zu sehen. Autos. Norris heiratete seine Klassenkameradin Diane K. Holchek im Dezember 1958, als er 18 und Diane 17 Jahre alt war. Sie lernten sich 1956 an einer Highschool in Torrance, Kalifornien, kennen. 1962 wurde ihr erstes Kind Mike geboren. Er hatte auch eine Tochter Dina, die 1963 aus einer außerehelichen Affäre geboren wurde. Später hatte er 1964 mit seiner Frau einen zweiten Sohn, Eric. Nach 30 Jahren Ehe ließen sich Norris und Holchek 1989 scheiden, nachdem sie sich 1988 während der Dreharbeiten zu The Delta Force 2 getrennt hatten. Am 28. November 1998 heiratete er das ehemalige Model Gena O'Kelly, 23 Jahre jünger als Norris. O'Kelly hatte zwei Kinder aus einer früheren Ehe. Sie hat am 30. August 2001 Zwillinge zur Welt gebracht. Am 22. September 2004 erzählte Norris Mary Hart von Entertainment Tonight, dass er seine uneheliche Tochter aus einer früheren Beziehung erst mit 26 Jahren getroffen habe, obwohl sie mit 16 erfuhr, dass er ihr Vater war. Er lernte sie kennen, nachdem sie einen Brief geschickt hatte, informierte ihn 1990 über ihre Beziehung, ein Jahr nach Chucks Scheidung von seiner ersten Frau Diane Holchek. Chuck Norris erlitt Berichten zufolge am 17. Juli in Nevada nach einem Auftritt bei den Weltmeisterschaften der United Fighting Arts Federation in Las Vegas am 16. Juli eine Nahtoderfahrung. Radar Online berichtet, dass der 77-jährige Norris innerhalb von Minuten zwei schwere Herzinfarkte erlitten hat, andere auf dem Weg ins Krankenhaus. Nachdem Chuck Norris einem so beängstigenden medizinischen Notfall auf Leben und Tod ausgesetzt war, erholte er sich jedoch bemerkenswert schnell von den fast tödlichen Herzinfarkten und wurde nur wenige Tage später aus dem Krankenhaus entlassen.